Hallo zusammen. So, ich stehe hier auf der Terrasse von da, wo ich hier wohne, in Montreal. Moment. Ihr seht, hier ist ziemlich weiß. Der Schnee macht komische Geräusche. Ich glaube, die Konsistenz ein bisschen anders als in Deutschland. Ich rauche American Spirit Tabak von der Tankstelle Esso in Friedrichshafen. Selbst gedreht. Die Bauweise der ganzen Gebäude hier ist etwas anders als in Deutschland, wie ihr sehen könnt. Es ist ziemlich ruhig, der ganze Schnee hier dämmt enorm. Die Stadt ist riesig. Ich habe den Eindruck, dass hier alles ein bisschen weitläufiger ist. Das heißt, die ganzen Cafés, Bars und so weiter, ist ein Riesenunterschied zu Deutschland. Es gibt zum Beispiel eine Häusermeile, so wie das, was ich jetzt gerade abfilme. Davon sind dann 90% Einfamilienhäuser und dann gibt es irgendwo unten drin ein Café. Und als ich vorhin im Kern der Stadt war, in Anführungszeichen Kern, war das ähnlich vom Gefühl her. Nicht so viele Leute draußen, eher ein bisschen ruhiger. Also Party, Palmen, Bier ist hier nicht so. Muss ja auch nicht. Es ist ein kompletter Unterschied zum Beispiel zu Hamburg oder so, was ja auch eine Großstadt ist. Ich denke, Montreal ist vergleichbar groß. Es ist ziemlich interessant, hier die Menschen zu sehen. Die reden alle Französisch, aber auf so eine Art amerikanisch-französisch. Was für mich heißt, ich verstehe vielleicht 10%. Das ist alles so ein bisschen wischiwaschi-Genuschel, aber nicht bös gemeint, ne? Ja, wir haben uns entschlossen, also ich und die Person, die ich hier noch getroffen habe, zum Glück, haben uns entschlossen, am 17. Februar morgens um 8 Uhr einen Greyhound-Bus zu nehmen nach Toronto. Dort die Niagara Falls anzuschauen, wenn es schneit. Es kann sein, dass da ein bisschen weniger Wasser ist und so. Sollte es eine touristische Einrichtung sein, werde ich mich darauf nicht einlassen, über den Zaun springen. Ich war heute das erste Mal einkaufen. Ich habe mir Karotten gekauft, ein Kilo. Eine Dose Bohnen mit Tomatensauce. Eine Dose Thunfisch. Bisschen Weißbrot, Schwarzbrot gibt es hier nicht und wenn, dann ist es übelst schwarz, da kriegst du Angst davor. Und Bier, amerikanisches Bier, Starkbier, 10% haben die, schmeckt wie Likör mit Schaum, voll eklig. Ja, danach geht es weiter mit einem Zugticket, das mich um die 550 kanadische Dollar kostet. 21 Tage habe ich dann Zeit, quer durch Kanada zu fahren. Bis nach Vancouver, denn am 10. März geht mein Flieger von Vancouver nach Costa Rica. Und von da aus probiere ich dann, nachdem ich meinen Dive Master gemacht habe, also meine Tauchausbildung, quer durch Nordamerika an der Westküste entlang nach Vancouver wiederzukommen und mit einem 24-Monats-Visum mir hier einen Job zu suchen. So sieht der Plan aus. Ich bin mal gespannt, was sich so noch alles ergibt. Ich bin sehr spontan. Aber was ich sagen wollte, mir geht's gut. Ich filme mich selber, ich habe euch versprochen, oder manchen von euch, die dies wissen, dass ich nicht viele großartige Berichte schreiben werde, denn Filmen ist irgendwie besser, ist einfacher. Muss man nur anklicken und zuhören und ein bisschen hinschauen. Ich melde mich wieder, jetzt ist hier gerade so um die 20 Uhr, bei euch ist schon mitten in der Nacht, wir haben 6 Stunden Zeitverschiebung. Ich habe noch ein bisschen den Jetlag, das heißt, ich bin eigentlich schon hundemüde. Ich fühle mit euch, aber das ist auch bald rum. Dankeschön, bis demnächst. Ciao.